Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Ja, liebe Freunde, wir haben heute wieder einiges vor uns und ich habe mich direkt am Anfang der Folge verschluckt. Das fängt schon wieder gut an heute, Leute. Und ja, die Aufgabe, die ich heute mit euch angehen möchte, unterscheidet sich so ein ganz kleines bisschen von den Aufgaben, die wir jetzt in den letzten Folgen gemacht haben. Denn ein Blick zurück zeigt uns, was wir letzte Folge gemacht haben. Wir haben diesen Turm hier weitergebaut und ich muss sagen, dass das Ergebnis aktuell mir schon sehr gut gefällt. Wir müssen natürlich noch einiges machen. Es ist noch nicht perfekt, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber was müssen wir auch noch machen? Ich würde ja gerne vielleicht noch in dieser Staffel mit den Gewächshäusern anfangen, aber hundertprozentig in der nächsten Staffel. Und wo kommen die Gewächshäuser hin, Leute? Ganz genau einmal hier in diesem Bereich. Und einmal hier im hinteren Bereich, wo jetzt noch hier dieser Hügel steht. Und die Aufgabe, die ich mir heute stelle, hat ein bisschen was mit Terraforming zu tun. Allerdings ist es eine schöne Form des Terraformings, glaube ich, weil wenn wir das geschafft haben, können wir sofort mit den Gewächshäusern beginnen. Theoretisch, weil das dann alles passen würde. Je nachdem, also ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf und denke auch, dass es keine Livestream-Aufgabe ist, weil es halt eine relativ kleine Terraforming-Aufgabe wäre und auch, weil diese Terraforming-Aufgabe auch gleichzeitig eine Bauaufgabe ist, weil wir ja schließlich darauf dann später die Gewächshäuser bauen werden. So zumindest die Theorie und das würde ich jetzt gerne mal mit euch in Angriff nehmen und hoffe, dass das alles soweit klappt. Und wir können uns dann ja auch schon mal überlegen, wie groß werden eigentlich die einzelnen Gewächshäuser und welche Ausmaße werden die haben. Also sowohl vom Volumen als auch von der Höhe, von der Breite, von der Tiefe, wie auch immer. Da müssen wir auch so ein bisschen mal überlegen und gucken, weil wir jetzt endlich so weit in Hogwarts sind, dass wir diese Ideen bzw. diese Gedanken haben dürfen. Weil vorher war das ja noch gar kein Thema, weil wir ja noch einfach nicht weit genug waren. Aber hier, all dieser Bereich, der muss komplett zugeschüttet werden. Und mir graut's auch davor, ja, ich will's gar nicht verheimlichen. Aber, naja, muss halt gemacht werden, ne? Und ich überlege gerade, nee, Leute, scheiße, sorry, ich hab was vergessen. Ich hole nochmal eben kurz Dianthuskraut, weil es bringt überhaupt nichts, jetzt hier anzufangen und unter der Erde irgendwas zuzumachen, wenn, ja, wenn ich sowieso die ganze Zeit auftauchen muss, weil wir keine Luft mehr haben, ne? Ist logisch. Und ich nehme, glaube ich, auch direkt mal ein bisschen Kies mit, weil das Schöne an Kies ist ja, dass es runterfällt. Dann könnte man zumindest die unteren Ebenen mit Kies zumachen. Das fände ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Kies haben wir hier. So, ja, dann würde ich sagen, tun wir mal ein bisschen Erde wieder zurück. So, 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 so. Und den Rest füllen wir dann mit Kies auf. Dann können wir den auch verwenden und das ist ja auch nicht schlecht. So, Dianthuskraut wollte ich noch mitnehmen. Dafür brauchen wir ein Glasfläschchen und Weizen. Und da haben wir die Glasfläschchen. Ich nehme jetzt nur mal eins mit, weil mehr brauchen wir nicht. So. Und genau, dann müssen wir Weizen noch. Weizen, so, dann machen wir den hier und den hier, nee, den hier und den hier. So, jetzt haben wir Dianthuskraut und ja, die andere Glasflasche, die tue ich wieder zurück in die Kiste, die brauchen wir, oder ich tue sie hier rein, die brauchen wir aktuell nicht. Und das Dianthuskraut, ja, das snack ich mir dann vor Ort, würde ich sagen. Das Blöde ist ja immer, dass wir dann so diese Seifenblasen neben uns haben, aber ja, ist egal, Leute. Ist egal, dafür können wir die ganze Zeit unter der Erde unter Wasser chillen, meine ich eigentlich, und können dann problemlos alles bauen und ich glaube, das ist auch sehr cool. Ich möchte gerne demnächst auch wieder Livestreams machen, Leute, weil das Dach muss fertig gebaut werden. Und wie ihr schon merkt, ich habe kaum noch Steine. Wir könnten natürlich jetzt hier auch mit Steinen weiterbauen, aber das würde dann maximal 5 Minuten gehen. Und dann, ja, könnten wir nichts mehr bauen, weil wir einfach keine Steine mehr haben. Das ist nicht so cool, deswegen, ja, momentan geht das leider nicht, aber ich hoffe dann bald. Soll ich eigentlich das hier abbauen? Soll ich das abbauen, Leute? Brauchen wir das? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, das baue ich nochmal eben kurz ab, Leute. Ton kann man immer gebrauchen, vor allem später, ich denke mal, ja, für Hagrids Hütte könnte man eventuell Tonwände verwenden und besser jetzt farmen und mitnehmen, als es später dann zu suchen und nicht zu finden, ne, denke ich mal. Ja, während ich das hier mache, lese ich euch mal den heutigen Kommentar vor, der auch das Thema vorgibt, und zwar kommt der heutige Kommentar von dem lieben Chili Kaiser, schöner Name übrigens, und der liebe Chili Kaiser hat folgendes geschrieben, Thema für LBH. Warum können sich manche Zauberer, McGonagall, mit Kleidung in einen Animagus verwandeln und manche nicht, Peter Pettigrew, beziehungsweise sich ohne Kleidung in einen Animagi, aber zurück mit Peter... Also,
Ja, grammatikalisch nicht ganz richtig geschrieben, aber das möchte ich dir auf gar keinen Fall vorwerfen. Aber ich weiß schon, auf welche Frage du hinaus willst. Und zwar eben die Frage, wieso konnte sich McGonagall mit Kleidung in einen Animagus verwandeln und wieso konnte das Peter Pettigrew nicht? Und das ist eine sehr interessante Frage, weil es auch eine wichtige Frage ist für alle, die mal eine Zukunft als Animagus in Betracht ziehen wollen würden. Wozu ich mich jetzt theoretisch auch zählen würde. Doch, ich fände es cool, ein Animagus zu sein. Aber ja, wenn du nun mal Lehrer bist und ein Animagus, dann wäre es natürlich echt scheiße, wenn du nicht wüsstest, wie du dich mit Kleidung verwandeln kannst, weil angenommen, du verwandelst dich dann und verwandelst dich dann wieder zurück und das vor deiner Klasse und du weißt nicht, wie es mit Kleidung funktioniert, dann stehst du auf einmal splitterfasernackt vor deinen Schülern. Und ich glaube, das wäre nicht so in McGonagalls Interesse gewesen. Also, vielleicht ja schon, aber ich glaube es ehrlich gesagt irgendwie nicht so sehr. Und, ja, alleine deshalb ist ja die Frage gar nicht so unberechtigt, wieso das McGonagall konnte und, ja, Peter Pettigrew nicht. Also ich habe natürlich hier auch wieder eine sehr coole Theorie und eine einfache Theorie, wie so häufig eben auf meinem Kanal. Irgendwie wechselt sich das ständig ab. Ich bin gerade am überlegen, welche Theorie ich zuerst nennen möchte, die coole oder die einfache. Ich glaube, ich fange mit der einfachen an, weil die halt unspektakulärer ist. Die einfache Theorie wäre nämlich die, dass, es einfach ein Filmfehler war. Also einfach ein Filmmissgeschick, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass eben der eine Regisseur bei Teil 1, wo McGonagall halt sich in einen Animagus verwandelt hat, dass der gesagt hat, ja, es muss mit Kleidung funktionieren und der in Teil 3, der dann eben Peter Pettigrew verwandeln ließ, meinte dann eben, ja, es muss eben auch, es darf nicht die Kleidung mit verwandelt werden, weil das ja unlogisch ist und ich glaube, da haben sich einfach die Regisseure das anders vorgestellt und haben es anders umgesetzt und das ist eigentlich der größte Unterschied an der ganzen Geschichte. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Und ich merke gerade, was das für ein fucking Aufwand ist, diese ich wollte gerade wieder Kraftausdrücke verwenden, aber ich lasse es jetzt mal lieber. Aber es ist halt echt ein Mega-Aufwand hier. Oh, jetzt wollte ich schon wieder was sagen, Leute. Es tut mir leid. Aber es ist sehr viel Aufwand hier und ich hoffe, das klappt alles soweit. Ich mache jetzt erstmal hier alles mit Kies zu. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Also, die einfache Theorie wäre halt die, dass es einfach nur von Regisseuren anders umgesetzt wurde, dass es da halt unterschiedliche Ansichten gab, wie es aussehen soll und wie das Ganze funktionieren soll. Aber das ist natürlich keine Erklärung, die einen Potterhead mit so einem großen Wissensdurst, wie es die DA nun mal hat, zufriedenstellen würde. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mir natürlich eine Potter-mäßige Theorie überlegt, die da eventuell, ja, den entscheidenden Punkt bringt, warum es bei der McGonagall geklappt hat und bei Peter nicht. Und zwar, meine Theorie lautet wie folgt. Man kann als Animagus sich durchaus mit Kleidung verwandeln, aber natürlich muss man das üben und es gehört zu einer gewissen Fähigkeit dazu. Und ich glaube, dass McGonagall es einfach konnte, weil es halt einfach McGonagall war, ne? Das muss, glaube ich, auch gar nicht so krass weiter ausgebaut werden, weil ich meine, McGonagall ist einer der begabtesten Hexen überhaupt auf Hogwarts und generell auch in der magischen Welt, also so wie man sie halt kennt, und sie hat gewiss Talent darin, sich nicht nur einfach so zu verwandeln, sondern ihre Kleidung gleich mit zu verwandeln. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das was mit dem Fach Verwandlung zu tun hat, denn, wenn sie sich in einen Animagus verwandelt, könnte sie ja einfach hergehen und zum Beispiel sagen, okay, ich verwandle mich nicht nur in einen Animagus, sondern auch gleichzeitig in ein, wie sage ich das jetzt am besten? Also ich verwandle mich einmal in ein Tier und verwandle meine Kleidungsstücke gleich mit in irgendwas. Wie zum Beispiel, wenn sie sich in eine Katze verwandelt. Ich habe gar nicht gesehen, ob das so war, aber hatte sie ein Halsband an als Katze? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber man könnte zum Beispiel sagen, McGonagall verwandelt sich in eine Katze und verwandelt ihren Spitzhut oder ihren Umhang in ein Katzenhalsband. Und dann verwandelt sie sich halt in eine Katze mit dem Katzenhalsband, weil sie halt ihre Kleidung direkt auch in etwas Katzentypisches verwandelt hat. Also, dass sie eben ihre Kleidung auch direkt mitverwandelt. Und Peter Pettigrew hat das nicht gemacht, weil er es eben nicht konnte oder weil es einfach für ihn nicht wichtig war, weil er ja immer eine Ratte gewesen sein, also er wollte ja immer die Ratte sein, auch als er sich dann im dritten Teil wieder in die Ratte verwandelt hat, nachdem er aus den Fängen von Sirius Black geraten ist. Also da wollte er dann wahrscheinlich auch nonstop eine Ratte bleiben, weil er jetzt ja wieder gesucht wird und alle wissen, dass er eben doch noch am Leben war. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch nicht nötig empfunden, mit Kleidung zu verwandeln. Aber ich denke mal auch, dass er das Talent und die Fähigkeit einfach nicht gehabt hat. Und ja, das ist so meine persönliche Theorie, warum ich glaube, dass McGonagall dazu imstande war, sich mit Kleidung in einen Animagus zu verwandeln. Und dass das deshalb auch für Peter Pettigrew nicht möglich war.
Ich glaube, wenn Peter ein bisschen mehr geübt hätte, wenn er besser in Verwandlung gewesen wäre, dann hätte er das bestimmt auch geschafft. Ich denke auch, das wird für jeden möglich sein. Aber man muss natürlich ein gewisses Talent und eine gewisse Übung mitbringen. Und da McGonagall ja eine unglaublich gute Verwandlungslehrerin war und ist, ist es natürlich da ein sehr gutes Argument, dass man es eben auf ihre auf ihr Verwandlungsgeschick bezieht. Und ja, das würde ich jetzt einfach mal so als Theorie in den Raum werfen und bin schon sehr gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, nee, Daniel, also das ist auf jeden Fall eine Scheißtheorie, die kann ich nicht glauben. Also wenn das so ist, dann schreibt es mir in die Kommentare, Leute, und gerne auch andere Theorien, wenn euch da bessere einfallen sollten, bin ich auch sehr gespannt drüber. So, jetzt will ich natürlich hier erstmal weitermachen, Leute. Ich habe jetzt gleich all meine Kiesoräte verbraucht, was jetzt auch nicht so sinnvoll war, wie ich das hier gemacht habe, weil ich lasse sie gar nicht fallen. Sondern ich setze sie einfach nur. Das könnte ich eigentlich auch mit Erde machen, aber naja. Intelligenz war noch nie eine Stärke von mir, Leute. Das ist auch nichts Neues für euch, denke ich mal. So, ich setze den ganzen Schissel die Dissel mal. Oh Gott, Leute, hier graut es mir vor. Guckt euch das mal an. Hier geht's so tief runter. Sollen wir mal komplett runtergehen, Leute? Ich sehe schon nichts mehr. Ihr wahrscheinlich auch nicht. So, ja, wir sind hier. Oh Gott, ist das hier dunkel. Ich sehe gar nichts mehr, Leute. Hier geht's noch tiefer runter. Oh Gott. Ja, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir, ja, höchstens bis hier so. Das wäre mir ganz lieb, wenn wir nicht so weit... Oh Gott, wir müssen so viel mehr zuschütten, Leute. Ich weine gleich. Okay, also es wird wahrscheinlich auch irgendwann in eine Streamaufgabe enden. Weil ich das jetzt natürlich nicht irgendwie eine Woche lang durchgehend machen möchte. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das schneller vonstatten geht. Aber ich habe mich getäuscht. Ich würde sagen, ich mache das jetzt nochmal ein paar Minuten weiter und den Rest der Folge bauen wir dann noch ein bisschen. Weil eine reine, ich schütte das Meer zu Folge, wollte ich jetzt auch nicht machen. Ich hatte eigentlich mehr damit gerechnet, dass man einen größeren Fortschritt am Ende der Folge sieht. Damit hätte ich das dann argumentiert, dass man eben einen coolen Fortschritt sieht. Aber irgendwie ist das nicht so. Weil, ja, wir haben es ja nicht mal geschafft, irgendwie oberirdisch irgendwas ersichtlich zu machen. Weil, ne, hier ist genauso viel Wasser oben wie vorher auch. Ach ja, das wird sehr, sehr aufwendig, Leute. Das wird sehr, sehr aufwendig. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon sehr darauf. So. Deswegen, wir machen jetzt erstmal nur hier diese Ebene zu, würde ich sagen. Und kommen damit schon ein gutes Stückchen weiter. Ich verbaue mal eben kurz all die Erde, die ich dabei habe. Und dann nehmen wir die restlichen... Die Steine habe ich zum Glück mitgenommen, wollte ich gerade schon sagen. Wäre blöd, wenn ich die jetzt in der Base gelassen hätte. So, dieser Stacken noch. Und ja, wir haben noch ein paar Stacken, aber die Folge geht 13 Minuten. Das heißt, es sollte eigentlich noch gehen. Ich denke mal, bis Minute 15 werde ich hier noch kurz weiter auffüllen. Und dann werden wir noch ein bisschen an dem Turm bauen. Wir können ja nicht großartig viel bauen, aber ich möchte zumindest noch ein paar Ideen sammeln, wie wir das mit dem Turm weitermachen werden. Aber allzu viel will ich auch nicht machen, allein aus dem Grund, weil ich euch ja natürlich mit einbinden möchte. Ich möchte euch fragen, wie ihr das findet und ob ihr da irgendwas anders haben wollt oder verbessern würdet. Weil jetzt kann ich noch eure Meinung erfragen. Wenn ich jetzt natürlich direkt drauf losbaue, geht das nicht. Deswegen, also ich würde jetzt gleich mal ein bisschen noch was versuchen, aber viel werde ich nicht machen. Weil ich dann für nächste Woche eure Meinung erfahren kann und das wird cool. Hoffe ich zumindest. Also ihr könnt natürlich Kritik schreiben, wenn ihr welche habt. Aber ich bin einfach mal gespannt, eure Meinung so zu lesen, um einfach mal ein Bild von euch zu bekommen. Genau. So. Aber mit dem Dianthuskraut ist es auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn ich das nicht hätte. Und wir kommen hier der Wasseroberfläche schon wieder sehr nahe. Das ist auch gut. Ah, ja. Schade nur, dass man sich unter Wasser nicht so schnell bewegen kann. Das wäre noch ein Highlight. Das wäre noch ein richtiges Highlight, wenn es da irgendwie so einen Zaubertrank für geben würde oder so. So. Gut, 5 Stacken haben wir noch insgesamt. Das geht auf jeden Fall. Damit müssen wir jetzt hier diese Ebene eigentlich komplett aus dem Wasser erheben können. Und ja, wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit, dann ist das mit der 15-Minuten-Regel auch schon gebrochen. Aber ich mache das nochmal eben hier, Leute. Das ist mir ja jetzt persönlich wichtig. Tolle, gemütliche Sonntagsfolge hier. Ich hoffe, ihr genießt euren Tag. Bei mir geht's auf jeden Fall so. Momentan bin ich sowieso mega gehypt, was Fantastic Beasts anbelangt. Der Harry Potter Hype kommt auch mega wieder. Man merkt es einfach übertrieben, wenn man sich mehr mit dem Fandom auseinandersetzt. Also der Hype über Harry Potter, ja, findet langsam wieder seinen Höhepunkt. Langsam aber sicher. Es ist noch nicht komplett, also es geht noch gewiss mehr. Weil zu Fantastic Beasts 1 war der Hype auch noch ein bisschen größer. Aber ich glaube, das wird jetzt noch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten
sehr, sehr, sehr doll ansteigen. Weil ich schätze auch, dass der Hype zu FB2 größer sein wird als der Hype zu FB1. Und ich glaube auch, dass es so ein Teil zu Teil mehr werden wird, wenn der Film natürlich alles richtig macht. Das ist die Voraussetzung dafür. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Film alles richtig macht. So. Yeah, und jetzt müssen wir noch das hier zumachen und dann haben wir schon mal eine Linie komplett nach oben empor erhoben, wenn man das so sagen kann. Aber unsere Erde geht langsam aber sicher zu Ende. Wir haben noch zwei Stacken, das sollte genau reichen, hoffe ich mal. Ja, das könnte sogar wirklich genau passen. Leute, ich bin mal gespannt. Drückt mir mal die Daumen. Normalerweise bin ich ja nicht so gut im Schätzen, aber jetzt, vielleicht klappt es ja. So, letztes Stacken jetzt. Ah, es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Nee, das wird nicht reichen. Schade, Leute. Schade, schade, schade. Also mein Schätzen ist leider immer noch nicht so gut, wie man vielleicht gerade gemerkt hat. Aber... Och, schade, ich dachte, ich hätte noch was hier. Okay, nee, dann lassen wir das erstmal. Ja, haben wir trotzdem ein bisschen was geschafft. Es ist natürlich nicht so mega ersichtlich, wie wenn wir jetzt Gebäude bauen. Aber wir kommen immer weiter vorwärts und dann werden wir bald hier die Gewächshäuser bauen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. So, jetzt aber nochmal hier zu dem Turm selber. Viel machen, außer die Seitenteile hier erhöhen, können wir eigentlich auch nicht. Doch, wobei, ich musste ja Treppen noch letzte Folge machen. Die können wir auch nochmal eben kurz craften. Treppen, 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 ich hab euch nicht so gern, denn ihr seid scheiße und ich setz euch immer falsch, deswegen mag ich euch nicht gern. Juhu! Das war ein Lied von Dagi LP. Jetzt im Handel erhältlich. Nur 7,99. Kaufen, bitte kaufen. Dankeschön. Ja, Daniel kann Werbung machen, Leute. Ich weiß. So, vielleicht sollte ich mal ein bisschen weniger Müll labern und einfach mal ein bisschen produktiver hier sein. Weil die heutige Folge strotzt jetzt nicht so unbedingt vor Produktivität. Aber wir kommen vorwärts. So, zack, 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 zack. Wie war das jetzt hier nochmal? Unten, achso, wir haben das hier so weitergeführt. Und zwar so? Nee. Hä? Hä? Wie verstehe ich das nicht? Kann man da überhaupt einen schräg reinsetzen? Geht das? Nein. Nein. Ja, ja, es geht. Oh, traumhaft, Leute. Dann habe ich nichts gesagt. Cool. So, und wir müssen drei übereinander setzen. Aber das reicht natürlich wieder mal nicht mit den Treppen. So. So. Ja, ein bisschen haben wir es andeuten können. Ich könnte jetzt natürlich gerade noch mal kurz in der Base gucken, ob wir da noch ein paar Steine haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich gehe aber noch mal kurz gucken zur Sicherheit. Ich hoffe es zumindest. Weil ich würde gerne das mit den Treppen noch umsetzen, weil ich mir das gerne angucken würde. Oder wir schmeißen halt schnell noch ein paar Kebbles in den Ofen. Aber ja, ich glaube das... Das war jetzt super clever, Daniel. Du bist ein Naturtalent. Du bist der größte Held auf diesem Planeten. Meine Güte. Och, Leute, ich komme hier nicht raus. Ich muss mal eben kurz den Game-Mode anmachen. Oh. Mann, ey, Leute. Das ist manchmal so nervig. So, slash Game-Mode 1. So. Fliegen wir mal kurz rüber. Weil sonst komme ich nicht mehr von dem Turm runter. Und weil jetzt Nacht ist, werde ich die Gelegenheit auch mal direkt nutzen und in meiner Base schlafen gehen. Weil wenn ich jedes Mal auf diesem Turm spawne, ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ihr wisst auch warum. Allein schon wegen Ron, ich meine Sirius Black. Und ja, weil ich da nicht runterkomme, ohne den Modus zu wechseln. Ist auch ein bisschen blöd, weil da ist noch kein Treppenhaus, Leute. Achso, hier sind meine Sachen, genau. So, dann einmal den Game Mode wieder verlassen. Game Mode... 0. So. Und dann ziehen wir die Rüstung wieder an. Und haben auch zum Glück alles wieder. Das ist sehr gut. So, wunderbar. Ja, unsere Aufgabe war es eigentlich, bevor ich blöderweise gestorben bin, weil ich ein dummer Idiot bin, dass wir uns Treppen nochmal holen. Und die Frage ist jetzt natürlich, haben wir noch Treppen? Und wenn ja, wo? Treppen, Treppen, Treppen. Wo seid ihr? Ja, das sind jetzt keine Treppen.
Och Mann, ey, wieso habe ich denn keine Treppen mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Ich will mehr Treppen haben. Nee, Leute, ich glaube, das wird nix. Nee, das ist nur ein einziger... Wow, Daniel, ein einziger Brick ist da noch drin. Das ist ja Wahnsinn. Dann gucke ich nochmal hier kurz in dem Ofensystem, aber ich glaube, auch da dürfte nichts sein. Dann müssen wir nächste Woche auf jeden Fall da an dieser Stelle weitermachen. Ich werde einen Stream machen. Nächste Woche haben wir wieder Steine, Leute. Nächste Woche haben wir wieder Steine. Definitiv. Weil ich ja die nächste Woche nicht aufnehmen, bevor wir nicht wieder Steine haben. Ja. Kann ich nicht mehr viel machen, Leute. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das Thema war interessant. Und wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann werden wir nächste Woche weiter an dem neuen Gebäudekomplex bauen und werden die beiden Türme in die Lüfte erheben. Und ich glaube, das wird richtig, richtig episch am Ende aussehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Macht es gut und noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao!